Wir gehen jetzt nach Badezimmermöbeln schauen, und zwar hier. Ich war hier noch nie. Tatsächlich Erwins Idee, hier hinzufahren. Höfner, Höfner. Moin, moin. Was gibt's hier? Dieses Nachtschränkchen. Ja, genau. Wir haben schon, schon online ein bisschen geschaut, und da gab's was, was uns zusagen würde. Deswegen wollen wir jetzt einmal schauen. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich war, wie gesagt, noch nie hier drin, und das ist einfach riesig. Guckt euch das mal an. Findet euch mal in so einem Riesenladen hier zurecht. Ah, hier gibt es sogar Essen. Naja, wir haben gefragt und wir müssen jetzt hier hoch. Oh mein Gott, das geht da noch so viel weiter hoch. Wie viele Etagen hat dieses Haus? Oh, Kinder! Das ist ein Bett. Wir sind jetzt tatsächlich wieder raus, wie ihr sehen könnt. Also wir haben da was gesehen, was wir uns vorstellen könnten. Wir sind uns allerdings noch nicht so ganz sicher. Deswegen fahren wir jetzt nochmal zu Schulenburg, weil es hier auch in der Nähe ist. Das ist eigentlich nur die Autobahn ein Stück weit hoch. Und da ist wohl auch ein Roller oder sowas. Und dann gucken wir uns da nochmal die Badezimmermöbelauswahl an. Und ja. Nächster Möbelladen, und auch der ist rot. Irgendwie sieht der auch aus wie Höfner. Gehören die zusammen oder so? Nein. Es gefällt mir. Ist halt viel zu groß. Ich will gar nicht wissen, was kostet. Oh mein Gott, Leute. Wir haben schon gesagt, wenn die Preise auf so einer Tafel stehen, dann heißt das nichts Gutes. Und das ist hier leider überall der Fall. Oh, schau mal, hier ist der Preis an so einem Ding. Und das ist günstiger und immer noch zu teuer. Wir kommen in die Hölle. Leute. Aber es ist auf jeden Fall alles hübsch. Irgendwie habe ich meinen Freund verloren. Ich weiß nicht, wo Erwin ist. Ah, da irgendwo habe ich ihn. Ah, da ist er. Also, schöne Sachen haben sie hier. Oh, sind wir da angekommen, wo wir uns was leisten können? So sieht es hier nämlich auch aus. Wir können uns das nicht leisten. Einfach von Tom Taylor. Da steht's. Gibt es denn Menschen, die das wirklich in ihrem Badezimmer haben wollen? Also die Farbe da hinten finde ich ja sogar noch cool, aber das da auch? Nee. Und das sieht ein bisschen nach Klinik aus. Das ist nämlich auch unser Problem mit weißen Möbeln. Eigentlich wollten wir weiße Badezimmermöbel haben, also komplett weiß. Ich wollte gerne weiße Badezimmermöbel haben, ohne Holz. Aber die sind leider Gottes alle so ein bisschen Krankenhaus-Flair, finde ich. Oder sowas. Das sieht aus wie Schiffskajüte. Nee. Wo sind wir? Mittlerweile bei Ikea. Warum? Weil wir immer noch Badezimmermöbel gucken. Und unser Problem ist, dass die meisten Badezimmermöbel entweder hängen müssen oder zu klein sind oder zu groß oder zu teuer oder zu hässlich. Jetzt haben wir die Idee, uns einfach so ein Billy zu kaufen, weil da wissen wir gute Qualität. Und dann einfach so eine Tür hier zu nehmen. Die hier wahrscheinlich, ne? Ja. Die mit Glas oben. Und das wäre wahrscheinlich günstiger. Das wäre wahrscheinlich günstiger als so ein Badezimmerschrank. Und da machen wir einfach einen hübschen Griff ran. Dann passt das. Wir haben jetzt gerade in der Fundgrube ein Billy gesehen. Das ist Holz. Wir wollten eigentlich weiß, aber Holz ist eigentlich sogar noch ein Ticken schöner, glaube ich. Und es kostet gerade nur 40 Euro und dann noch minus 20%. Das wäre echt perfekt. Ich weiß nur nicht, ob es jetzt ins Auto passt. Wir müssten es ja direkt mitnehmen. Notfalls muss ich hier warten und Erwin holt mich danach ab. I don't know. Ja, und Erwin fragt gerade nach, ob es das sonst auch nochmal in Weiß geben würde. Also, schauen wir mal. Wie ihr seht, haben wir uns jetzt dafür entschieden. Plus die ganz normale weiße Wand. Und jetzt müssen wir nur noch, ja stimmt, Tür, sorry. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir es nach Hause bekommen. Und den Waschbeckenunterschrank müssen wir in Altona kaufen, weil den gibt es hier gerade nicht. Der muss bestellt werden, das ist uns zu blöd. Deswegen holen wir den dann am Donnerstag einfach in Altona ab. Was machen wir hier gerade? Warten. Auf wen? Auf meine Schwester und meinen Schwager. Und wieso? Weil unser Auto zu klein ist. Und ein größeres haben. Ja, wir warten jetzt mit unserer Ausbeute hier tatsächlich. Das ist so lieb, dass sie gerade extra herkommen für uns. Also, danke. Sieht das sowieso.
Richtig. Ihr seht das sowieso, also danke. War aber auch so klar. Aber jetzt hat Erwin noch einen Grund, sich ein neues Auto zu kaufen. Nicht in die Tiefgarage. Nee, stimmt, das passt bei uns leider nicht ins Haus. Unsere Ausbeute ist jetzt zu Hause eingetroffen. Und yes, das sind auf jeden Fall noch die Kisten, die wir dazu gekauft haben. Dann eine neue Toilettenbürste, weil von diesem Set haben wir im Keller bereits alles, was wir jetzt auch halt nochmal benutzen werden. Also Zahnputzbecher und Seifenspender und Mülleimer haben wir. Uns hat halt nur eine Toilettenbürste gefehlt, deswegen kam die noch mit. Und dann noch Griffe. Diese langen hier, also wir haben die auch an unserem Kleiderschrank. Diese langen sollen halt hier ans Billy ran. Und dann haben wir hier noch diese kurzen, die kommen dann an diesen Waschbeckenunterschrank, den wir halt noch kaufen. Aufbauen tun wir den ganzen Spaß aber morgen. Da haben wir jetzt keine Lust mehr drauf. Das machen wir ganz entspannt morgen. Irgendwie in der Mittagspause oder wie auch immer. Und yes, ich freue mich. Wir haben endlich Badezimmermöbel. Der Schrank steht, wie ihr sehen könnt. Wir haben den gerade mal aufgestellt und Tür und Griff ran gemacht. Und ja, so sieht er jetzt aus. Noch. Aber jetzt räume ich den mal ein. Der Schrank ist jetzt auch einsortiert. Wir werden aber definitiv noch einen Regalboden kaufen, weil hier ist zum Beispiel so mega viel Abstand. Da oben ist auch noch richtig viel Platz. Aber jetzt, so sieht es aus. Wir haben echt noch richtig viel Platz hier drin. Mega cool. Und ich habe gerade mal gemerkt, wie viele Parfüms wir eigentlich haben. Das ist ja unglaublich. Viele davon sind schon so fast leer. Aber krass, ich benutze immer die gleichen. Jetzt werde ich, glaube ich, mal auch mal anfangen, die anderen mit zu benutzen. Heutige Mission, Pflanzen für den Balkon finden. Also hier sind auf jeden Fall schon einige. Wir sind extra in so einem Pflanzengeschäft. In der Hoffnung, dass wir hier Gräser für unseren Balkon finden. Wobei Erwin ja auch schon was anderes jetzt geplant hat. Na, was hast du da? Das Ding ist groß, das Ding ist schön. Das soll auf dem Balkon? Keine Ahnung. Nein. Aber es ist schön, das stimmt. Wie so eine Majestät sieht es aus. Aber das Blatt, also das ist meine Hand. Das ist das Blatt. Ein bisschen groß. Und jetzt steht der Herr bei den Zitruspflanzen. Was sind das? Kumquat. Oh, das sind die, die so klein bleiben, ne? Die auch so... Die man so komplett essen kann. Ja. Und da sind Zitronenbäumchen. Hier sind noch mehr. Leute, was ist das denn? Das ist so groß wie ein Apfel. Ist größer als ein Apfel. Und die sind beide so groß. Kann man die klauen? Spaß. Ich kann auf jeden Fall nicht sagen, dass wir hier keine Gräser gefunden haben. Die sind nämlich hier ausgeschildert als Gräser. Also, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob da was für uns bei ist. Die sind halt alle so klein, ne? Wie schnell wachsen die denn? Weiß ich nicht, ich hätte jetzt drei davon nebeneinander gepackt. Guck mal, wie buschig die jetzt schon sind. War ja eigentlich klar, dass es nicht nur bei Balkonpflanzen bleibt, also bei Gras. Jetzt auch noch eine fürs Badezimmer. Noch eine fürs Wohnzimmer, weil sie so schön ist. Oh, die ist so unten samtig. Ratet mal, wo wir wieder sind. Da hat wieder jemand seinen Spaß. Hui. Also, ihr habt es richtig gesehen. Wir sind wieder bei IKEA. Und zwar hoffentlich zum letzten Mal. Unsere letzten Möbel holen. Also das Badezimmerregal und sowas. Und mich nervt das voll, weil hier in diesem... Hier in diesem IKEA gibt es den Stuhl, der uns nachgeliefert werden soll. Aber wir können ihn mit Sicherheit hier nicht mitnehmen, sondern müssen warten, bis unser doofer Stuhl ankommt. Und das nervt. Wir haben jetzt von uns alles eingesammelt. Viel ist es nicht, aber wir fragen jetzt mal gleich, gehen das jetzt bezahlen und dann gehen wir zum Kundenservice und fragen, ob wir vielleicht den Stuhl von hier mitnehmen können, einfach, ob die das irgendwie ändern können. Selbstverständlich gibt es jetzt auch erstmal Veggie Hot Dogs. Yum, 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 yum. Oh, es fokussiert gar nicht. Yum, 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 yum. Wir sind gerade in unserem liebsten Teil Hamburgs, der Schanze. Das war pure Ironie, falls man das nicht verstehen konnte. Ich mag sie auch gar nicht. Wir waren gerade in so einem Pflanzenverkauf, der ist hier nur so 3 Tage. So heißt der. Wir haben richtig, richtig geile und vor allem viele Pflanzen gekauft.
Ach ja, Leute, Kofferraum ist wieder voll. Shanti glücklich. Portemonnaies sind leer. Anfang des Monats. Nein, Spaß. Naja, nicht Spaß. So sieht's aus. Ich zeige euch die natürlich, wenn wir zu Hause sind, nochmal genauer. Aber richtig geil, ich bin voll verliebt in diese hier auch. Und ja, da ist unsere Ikea-Ausbeute. Und hier ist noch eine Pflanze, aber die kommt zwischen die Beine, weil die stirbt sonst direkt. Ehrlich, die ist so empfindlich. Unsere heutige und gestrige Ausbeute, die haben wir gestern gekauft. Das ist Tingle Tangle Bob. Die hatten wir ja schon mal in Groß auf dem Fischmarkt geholt. Die hat jetzt aber meine Mama. Und die beiden Töpfe haben wir auch noch mitgenommen. Außerdem diese Hängepflanze. Ja, nicht wundern, unser altes Badezimmerregal steht gerade hier. Diese Pflanze kommt auch bei uns auf dem Badezimmerschrank. Die muss halt allerdings nur noch in den Übertopf, weil es jetzt gerade in so einem Hängeding ist. Und da hinten sind noch Gräser, die dann auf den Balkon kommen. Das zeige ich euch dann, wenn die halt auf dem Balkon sind. Und heute durften dann diese vier Pflanzen mit, beziehungsweise die ja auch noch. Die hatte ich euch ja schon gezeigt. Das ist diese Alocasia, ich weiß es gerade nicht mehr genau, die hat solche zebrafarbigen Stämme. Und dann haben wir für Erwins Mama noch einmal eine, die wir halt für uns auch mitgenommen haben. Und zwar diese hier. Die sieht so cool aus, Leute. Also voll geil. Dann diese, die fand ich so, so wunderschön und die wächst irgendwie wie so ein Baum. Richtig geil. Dann eine Calathea, die hatte ich auch schon mal. Allerdings war die bei mir von Anfang an viel zu nass, weil die im Laden, wo ich es gekauft habe, viel zu viel gegossen wurde. Und die sieht viel besser aus. Und dann noch diese hier. Ich weiß gar nicht, was das genau für eine ist. Aber die soll bei mir auf den Nachttisch kommen. Da habe ich jetzt gerade Tulpen. Aber die Tulpen überleben dort einfach nicht, weil es zu warm ist oder so. I don't know. Und deswegen kommt die dahin. Ach so, und auch aus dem Laden haben wir diesen Topf hier. Und ich dachte, dass der grau wäre. Aber jetzt ist der irgendwie grün. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera so krass sieht. Aber der ist auf jeden Fall grün. ja, egal. Naja, das ist unsere Ausbeute. Und hier sitze ich gerade mit unserem Stuhl. Es war bei Ikea dann doch nochmal irgendwie ein größerer Aufwand als gedacht. Wir haben da halt beim Kundenservice nachgefragt und ja, letzten Endes hat sie dann den Auftrag quasi storniert, also diese Lieferung, und hat eine Erstattung veranlasst, wobei bei mir immer noch nichts angekommen ist, also keine Mail, kein Geld, gar nichts. Und das war per PayPal, das sollte also eigentlich recht schnell gehen. Ich hoffe mal, dass es trotzdem geklappt hat. Sie wollte das mit ihrer Kollegin machen, als wir schon weg waren. Und ja, dann haben wir den jetzt einfach ganz normal dort gekauft. Aber dafür haben wir den immerhin, weil bei dem anderen Ikea, von dem wir das eigentlich bekommen hätten, wussten wir jetzt nicht, wann das kommt. Ja, auf jeden Fall deswegen haben wir den Sessel dann da jetzt einfach mitgenommen und haben jetzt hier noch unser Badezimmerregal stehen. Und dazu eine Platte, Beine und noch so zwei Kisten. Der Waschbecken-Unterschrank steht jetzt auch, aber ist halt noch nicht final. Also so sieht er halt jetzt gerade ein bisschen langweilig aus und passt jetzt auch nicht so perfekt dazu. Aber da kommt halt ja noch diese eine Holzplatte rauf und vor allem kommen dann auch Füße ran. Das heißt, er steht dann auch höher, weil jetzt gerade gehen die Türen auch nicht auf mit dem Teppich. Aber genau, die kommen da noch ran. Da müssen wir allerdings die eine Leiste da anschrauben, weil das untere Brettchen geht nur so ein Dreiviertel und das wird mit den Beinen dann nicht gehen. Und wie gesagt, für die Platte, das müssen wir dann nochmal so zurecht sägen. Aber sonst sieht so aus. Ta-da-ta! Der nächste Stuhl steht. Der Balkon hat jetzt nicht mehr so viel Platz, aber wir haben beide Platz. Jetzt müssen wir erstmal hier so das ganze Chaos beseitigen. Da habe ich schon eine Kiste, also eine Tüte zusammengepackt mit den Kisten und all dem Kram, der jetzt in den Keller kommt. Und das ist unsere Pappe. Aber ich glaube, unsere Nachbarn hassen uns wirklich. Ja, genau. Heute verändern wir mal diese
Ecke hier, ist direkt beim Eingang unsere Schuhschränke. Wir haben schon unsere Lego-Pflanzen hingestellt, weil das hier soll so eine Lego-Ecke werden. Das beides kommt nämlich weg, weil diesen Planner hier, der ist zwar cool, aber den benutzen wir eh nicht. Und der Stift, wenn man den wegwischt, hinterlässt die ganze Zeit so schwarze Schlieren, deswegen sieht das eh nicht gut aus. Und Erwin hat sich letztens diese Welle hier gekauft und gemacht. Ja, das ist auch Lego und ich finde das richtig krass, es sieht so gut aus. Und die, oh Leute, die ist so schwer. Die soll halt hier ran. Und dann wollen wir versuchen, dass wir für da unter so eine Platte bekommen. So sieht es übrigens von hinten aus. Und wir wollen versuchen, dass wir von hier hinten irgendwie eine Platte bekommen, dass wir das hier so ran machen und dann unsere Schlüssel da so einhaken können. Aber es wird geil, bin ich mir sicher. Und dann hatte ich ja letztens die Sachen noch aus dem Keller tatsächlich geholt. Und das wollte ich jetzt heute auch mal austauschen. Wir haben zwar jetzt erstmal nur einen Zahnputzbecher. Aber dann holen wir nächste Woche einen neuen. Dann kann ich das hier nämlich schon einmal alles austauschen. Und die Platte, die darauf kommt, die haben wir jetzt auch schon zugesägt. Die liegt nur noch bei Erwin im Auto. Ja, und dann ist das auch hier bald fertig. Are you ready? Leute, die Platte liegt und es sieht so gut aus. Also, das sieht aus, als wäre das von der gleichen Reihe oder so, außer dass da halt ein kleiner, ich sag mal, Größenunterschied ist, aber sieht so gut aus. Da kommt noch irgendwann ein neuer Wäschekorb hin, weil jetzt, finde ich, beißt sich das doch ein bisschen zu doll, aber richtig nice. Und hier drin ist noch so ein Brett und deswegen haben wir so unendlich viel Platz hier. Wahnsinn. Ich bin voll begeistert, das sieht so gut aus. Bei uns ist gerade ein Paket angekommen und es ist ganz schön groß. Von Lidl. Ich weiß nicht, warum das so groß ist, weil da eigentlich nur so eine Duschstange drin ist. Und die hatte ich auch schon mal für meine Mutter bestellt und da war die nicht so groß. Ist sie auch nicht. Ich glaube, damals, als ich die für meine Mutter bestellt hatte, war die nicht mal verpackt. Es war einfach nur auf den Karton raufgeklebt. Ja, es ist exakt die gleiche. So sieht die aus, weil unser Duschregal, da steht irgendwie zu viel drauf. Aber wir wollen auch nichts mit Saugnapf dran machen und deswegen kam Erwin auf die Idee, dass wir einfach wie bei meiner Mama diese Duschstange hinpacken. Und sie hat ja eine Badewanne. Also wer die Vlogs gesehen hat, wo wir ihre Wohnung gemacht haben, der weiß auch, wie die Stange aussieht. Ausgepackt und so, nur bei ihr ist ein Korb weniger dran, weil es halt mit der Badewanne nicht anders gepasst hat. Wir haben ja eine Dusche, es sollte also komplett passen. Da haben wir drei Ablagen, das ist sehr geil. Wie komme ich jetzt da hoch, um das festzumachen? Oh no. Dieses Regal steht hier jetzt. Unsere Dusche sieht halt jetzt ein bisschen voller aus als vorher, aber dafür haben wir wenigstens nicht Angst, dass dieses Ding abfällt, weil das war eine echt knappe Kiste. Hier stehen jetzt Erwins Sachen, der hat nämlich wirklich sehr wenig. Und diese Flaschen, die sind so unpraktisch, die werden wir noch austauschen, weil Leute, das ist wirklich unnormal nervig. Da kommt so wenig raus und deswegen drückt man sich da richtig einen ab. Deswegen, ja, die werden noch ausgetauscht, wenn es leer ist. Ansonsten stehen hier so meine Duschsachen, hier so Rasiersachen und Intim und Haarpflege. Yay! So sieht's aus. Viel besser. Ich suche gerade nach einem neuen Wäschekorb. Ich habe euch das ja schon gezeigt, dass jetzt unser jetziger Wäschekorb nicht mehr so ganz dahin passt, weil der ist halt aus Bambus und so ein bisschen offener und die Möbel sind ja jetzt halt komplett anders. Also es ist halt Eiche-Nachbildung, glaube ich, oder Eiche, so Monoma-Eiche, ich habe keine Ahnung, irgendwas mit Eiche ist das. Und deswegen finde ich, passt unser Wäschekorb gerade nicht. Und ich habe jetzt gerade mal nach einem neuen geschaut, also was man da so nehmen könnte, was vielleicht jetzt auch nicht zu billig aussieht. Und vor allem vielleicht auch einen, der etwas größer ist, weil unserer ist einfach so schnell voll. Wenn der voll ist, ist meistens aber unsere Waschmaschine noch nicht voll mit irgendeiner der Farben. Und ja, deswegen gucke ich gerade, ob ich da was Besseres finde. Ich habe jetzt einen gefunden, der ist 72 Liter, also deutlich größer als das, was wir jetzt haben. Ich zeige euch den mal. Und zwar wäre das der hier, der ist halt einfach nur so weiß und so aus Bambus. Also ich habe
den gleichen meiner Mutter damals in Grau gekauft, glaube ich. Oder so, in, so einen ähnlichen zumindest. Und der ist halt richtig, richtig, richtig günstig. Deswegen, ja, sehr wahrscheinlich nehmen wir einfach den hier. Und ich habe gestern bei TikTok bei einer gesehen, die hat so einen zusammenfaltbaren Wäschekorb. Und das wäre ja so geil für unsere Abstellkammer, weil dann da endlich nichts auf dem Boden rumstehen würde. Und die Waschmaschine könnte man komplett öffnen. Deswegen, ich glaube, das Beiß bestelle ich jetzt. Und wenn es dann ankommt, also ich bestelle es jetzt, hoffe ich, dass dann auch alles durch ist. Ich glaube, eigentlich müssten wir dann tatsächlich auch fertig sein mit der Wohnung. Keller muss ja noch aufgeräumt werden, ne? Aber sonst sollte eigentlich alles fertig sein und dann ist der Vlog auch zu Ende. Aber ich finde bestimmt noch irgendwas. Wir sind jetzt, denke ich, beim letzten Part angekommen. Es ist einige Zeit vergangen, weil bei uns was passiert ist, was auch mit der Wohnung zu tun hat. Und wir uns erstmal so ein bisschen sammeln mussten und überlegen mussten, wie es jetzt weitergeht. Aber vielleicht spreche ich da einfach irgendwann mal zu, jetzt auf jeden Fall nicht. Uns geht's aber gut, also da keine Sorge, wir sind happy zusammen, das ist es auch nicht. Aber es sind die letzten beiden Pakete angekommen. Und ich glaube, in dem hier, genau, ist unser neuer Wäschekorb drin. Ich hatte euch das ja für euch vorhin gezeigt, dass ich uns einen neuen Wäschekorb und so einen faltbaren Wäschekorb bestelle. Und ja, perfekt. Hier ist unser Wäschekorb drin. Also so sieht der jetzt aus. Ich hoffe, ich habe den richtig zusammengebaut. Ich kannte den ja eigentlich schon von meiner Mama, aber hier ist halt so eine Metallstange da. Keine Ahnung, ob die da hingehört. Ist halt jetzt nicht irgendwie eine Anleitung bei oder so, aber that's it. So sieht es jetzt aus. Ich bin, glaube ich, nicht zu 100% überzeugt, muss ich sagen. Aber er ist auf jeden Fall schon mal besser als der alte. Also farblich passt der viel besser rein. Aber ich frage mal Erwin, was er zu dem sagt. Kannst du ja mal schauen, ob dir der Wäschekorb gefällt. Maritim, aber nicht schlecht, oder? Also passt auf jeden Fall besser als der da, würde ich sagen. Oder? Ja. Der Wäschekorb steht jetzt. Er ist also angenommen worden. Und jetzt, ich würde sagen, über den hier freue ich mich mehr als über diesen Wäschekorb da hinten. Also, let's open. Sieht aus, als hätte ich ein Paket eingepackt. ich habe das bei TikTok nämlich gesehen, dass es sowas überhaupt gibt. Ich wusste das nicht. Ich frage mich gerade, ob da überhaupt irgendwas drin ist. Den haben wir nochmal in diese Folie verpackt. Hier ist er endlich. Man kann die jetzt einfach so. Okay, einfach doch nicht. So. Ausklappen. Oh, da geht noch was. Da ist er so groß. Na, das ist ja richtig geil, oder? Und dann kann man noch so in Größen unterteilen hier. Und dann au. Ist ja so klein. Richtig nice. Aber warum man so viel Verpackung gebraucht hat, weiß ich jetzt auch nicht. Um euch das nochmal zu verbildlichen, so sieht es hier aus. Er war eingepackt in Bubblefolie. In diese Folie. In dieser Folie. Nee, also zuerst in dieser Folie. Dann war er in Bubblefolie. Dann in dieser. Dann war er in diesen Karton eingewickelt und dann war da noch mehr Folie drin und dann kam der erst in diese Tüte. Für dieses kleine Ding. Und Plan ist, dass dieser Korb jetzt den da ersetzt und wird deswegen dort einen Durchgang
quasi haben. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wo wir jetzt unsere Wäscheklammern lagern. Tada! Wir jetzt hier endlich mal so einen richtigen Durchgang. Und das Beste ist, die Waschmaschine geht jetzt einfach komplett auf. Vorher ging die immer nur so bis hier auf. Das war schon sehr nervig. Sehr geil. Jetzt müssen wir also nur noch dieses Bild hier aufhängen. Und dann haben wir es geschafft. Wie fange ich an? Das ist das Ende dieses Videos. Ihr wundert euch vielleicht jetzt, warum wir dieses Bild nicht aufhängen oder warum schon wieder so viel Zeit vergangen ist. Das liegt daran, ich habe es ja schon angesprochen, dass wir für uns nach so Lösungen schauen mussten. Das haben wir getan und haben uns jetzt auch auf eine Lösung, ich sag jetzt mal, festgelegt. Und dazu kommt ganz bald wahrscheinlich noch ein ganz anderes Video, wo ich auch mal vielleicht darüber rede, was passiert ist, dass wir überhaupt nach einer Lösung suchen mussten und was dann für uns die Lösung ist. Aber auf jeden Fall, wir hängen dieses Bild nicht mehr auf. Steht da jetzt einfach rum. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. das hängt man anders. Und ja, ich wollte euch das jetzt nur einmal mitgeteilt haben, dass ihr euch nicht wundert, warum sich hier nichts mehr ändert. Ich zeige euch jetzt gleich auf jeden Fall mal, wie die Wohnung gerade aussieht. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, das alles hier so zu verändern und so ein bisschen abzugraden und so und umzustellen vor allem. Das ist ja im ersten Part passiert. Und yes, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie unsere Wohnung aussieht. In unserem Schlafzimmer hat sich ja nicht sehr viel getan. So sieht es hier aus. Und dann hier drüben stehen jetzt ein paar Pflanzen auf dem Schreibtisch, weil sie sonst nicht genug Licht bekommen haben. Den haben wir letztens übrigens im Heidepark gewonnen, als wir dort waren. Das ist Bruno. So ein Riesenmops. Genau, so sieht unser Schlafzimmer aus. Ist ja aufgeräumt. Hier drüben stehen Drucker und Co. Also, yes. Dann sind wir im Badezimmer. Hier sieht es so aus. Das hattet ihr ja schon letztens gesehen. Dann stehen hier Pflanzen, aber eine weniger, weil die im Schlafzimmer jetzt steht. So, und hier ist dann die Dusche mit diesem Regal. Das ist uns übrigens nochmal umgefallen. Deswegen haben wir es da oben mit so einem doppelseitigen Klebeband befestigt. Aber that's it. Und aus dem Badezimmer raus kommt hier der Flur. Und genau dieses Bild, habe ich ja gesagt, hängen wir jetzt nicht mehr auf. Aber das ist diese Lego-Ecke. Auch sehr süß. Und hier rüber geschwenkt ist das Wohnzimmer. Das ist ja jetzt umgestellt. So sieht's aus. Dann hier mit unserem Esstisch der Kaffeebar. Küche schwenke ich jetzt nicht rein. Sieht schlimm aus. Und hier drüben ist dann Erwins Arbeitsplatz. Ein Yoshi, den wir auch im Heidepark gewonnen haben. Und so sieht es dann von hier aus. Auch richtig schön. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu unserem Balkon. Unser Balkon sieht nicht mehr aus, wie er mal aussah. Jetzt sich schon wieder leider Gottes einiges zurückgebildet. Hier stehen jetzt auf jeden Fall die ganzen Möbel, die wir einmal reinigen müssen. Und ja, Abdeckung ist ab, seht ihr. Das ist jetzt leider Gottes unser wieder nicht fertiger Balkon. Und wieso genau der so aussieht, erzähle ich euch dann wann anders. Und das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch trotz des Chaos gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ja, irgendwann kommt ein Live-Update. Ich denke, als nächstes kommt vielleicht ein ganz einfacher Vlog. Dann kommt auf jeden Fall ein Summer und Spring Haul. Ich war nämlich richtig schön shoppen. Ich habe richtig geile Sachen gekauft. Das kommt also noch. Seid da gespannt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen Account. Und yes, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Gleich kommen noch ein paar Impressions von dieser Wohnung. Und dann sehen wir uns. Ciao.